Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe seit Ewigkeiten mal wieder ein Auspackvideo für euch, denn heute ist die Stablemate Box von 2019 angekommen. Und da werde ich natürlich mit euch gemeinsam die Tüten öffnen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, die Box ist nochmal in einer Box eingepackt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob dann hier so ein besonderes Pferd drin ist oder ob ich kein Glück habe. Aber ich denke mal, von jedem Pferd wird auf jeden Fall mindestens eins drin sein. Genau, das ist die Box, so wie sie jetzt im Laden zu finden wäre. Und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir gleich an mit den Tütchen. Ich werde von hier vorne anfangen, bis hin dazu und dann hier weitermachen. Und ich denke mal, dass das nach einer gewissen Ordnung geht. Also, dass hier die gleichen Pferde drin sind, dann hier die gleichen und so weiter. Aber das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden und ja, fangen wir einfach mit dem ersten an. So sehen die Tüten noch aus. Genau. Hier oben steht auch Serie 2. Und mal sehen, was wir hier drin finden. Okay, das erste Pferd ist dieses hier. Ich habe gerade etwas Probleme mit der Kamera, tut mir leid. Ich werde euch einfach auch noch ein paar Seen einblenden, wo man die Farbe von den Pferden besser sehen kann, damit ihr einen besseren Eindruck bekommen könnt. Okay, machen wir mit dem zweiten weiter. Und genau, wie vorausgesehen ist hier nochmal das gleiche Pferd drin. Ich bin gespannt, wie oft das insgesamt drin sein wird. So, dann das nächste. Hier ist nochmal dieses Pferd drin. Also bis jetzt schon dreimal. Und sogar ein viertes Mal. So, dann haben wir hier ein anderes Pferd drin. Das ist ehrlich gesagt mit einer meiner Lieblinge, weil ich das Modell total gerne mag. Das ist ja, glaube ich, so ein Spanier. Und ja. Hier der nächste. Hier kann man eigentlich schon sagen, dass der hier heller ist als der hier. Ich denke, das erkennt man auch so ganz gut in der Kamera. Dann ist nochmal der hier drin. Und wahrscheinlich dann noch ein viertes Mal. Genau. Oha, ist der schön. Oh mein Gott. Okay, der ist richtig, richtig klasse. Das ist ja das neue Modell jetzt, was zum ersten Mal als Regular Run sozusagen vorhanden ist. Und der ist unglaublich schön. Ich hoffe ja, dass der ein bisschen öfter drin ist, weil zum Repainten hätte ich den wirklich sehr, sehr gerne ein paar Mal. Okay, hier ist schon der nächste. Bitte, bitte lass ihn viermal drin sein, das wäre so toll. Wahrscheinlich haben wir Glück, denn das ist schon der dritte. Und hier ist dann wahrscheinlich der vierte. Genau. Ein vierter von dem Modell. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich die alle hinstellen soll. Aber okay, gut, dann machen wir hier mit der anderen Seite weiter. Boah, der ist aber auch richtig, richtig schön. Das ist dieses Modell. Das ist auch ein etwas neueres. Und ich finde die Farbe auf dem richtig, richtig toll. Mal sehen, wie oft der drin ist, weil wir haben ja immerhin noch, wie viele Modelle? 1, 2, 3, 4 insgesamt noch. Und deswegen werden manche wahrscheinlich weniger drin sein, also weniger häufig. Dann der zweite von dem hier. Dann als nächstes. Ah, genau, jetzt ist ein anderer drin. Dieses Pferd hier. Das Modell hatte ich auch noch nie und mir fällt gerade auf, dass der hier so einen richtig schönen Schimmer hat. So einen metallischen Schimmer in so einem Gelbton. Und allgemein das Pferd, das ist so ein bisschen metallisch schimmernd. Ich mag das eigentlich. Also auf jeden Fall richtig cool. Dann zum nächsten. Genau, das ist nochmal dieses Modell. Ich finde auch, dass das ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Modell ist, was mir an dem wirklich gut gefällt. So, mal sehen, ob hier wieder ein anderer drin ist. Jo.
Der Alberoso ist hier drin. Das Modell hatte ich persönlich auch noch nie und wow, der sieht auch richtig, richtig, richtig cool aus. Also ich verstehe auf jeden Fall den Hype um den. Dann wird der wahrscheinlich auch nur zweimal drin sein. So, hier ist der zweite. Dann als nächstes. Das ist der hier. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist zwar eine ganz schlichte Farbe, aber dieses dunkle Braun ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und vor allem das Modell, das steht ihm einfach richtig gut, die Farbe. So, dann nochmal der hier. Jetzt kommen wir zu den letzten vier Packungen. Das sind dann wahrscheinlich zweimal der hier. Und sonst keine Ahnung, was da noch drin sein könnte. Hoffen wir auf das Mystery Bag. Aber ich denke es ehrlich gesagt nicht. So, dann der hier. Den finde ich auch richtig schön. Das ist so ein graues Pferd mit ein paar Punkten. Also wahrscheinlich so, also irgendein Roan. Wiederum, keine Ahnung. Oder der ist nochmal viermal drin. Das kann natürlich auch sein. So, wow. Nochmal der hier. Die letzten zwei. Genau, dann ist der hier wirklich noch viermal drin. Und das letzte. Genau, das ist auch nochmal der hier. So, da haben wir jetzt zwar kein Mystery Bag gefunden, aber ich bin trotzdem unglaublich glücklich mit den ganzen Stablemates. Denn das sind wirklich alles sehr, 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 sehr schöne Pferde. Und ich werde euch jetzt einfach nochmal so einen Gesamtüberblick geben. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dieser etwas fragwürdigen Lichtumstände. Aber ja gut, das war's mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!